die in den USA auf sehr fruchtbaren Boden fiel. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts druckt die Boulevardpresse Fantasiegeschichten über die Invasion der Erde durch ein Volk aus dem Weltraum. Ein wichtiger Faktor des UFO-Phänomens ist die Science-Fiction. Anfang des 20. Jahrhunderts, in den 20er Jahren, kamen in den USA die sehr populären Pulp-Magazine auf, in denen auch Science-Fiction-Geschichten erschienen. Wenn man diese Abenteuergeschichten genauer analysiert, wird klar, dass sie bereits alle Elemente des späteren UFO-Phänomens enthielten. Diese Frühwerke der Science-Fiction sind sehr eindrucksvoll. In den Pulps gibt es bereits vor 1947 sehr detaillierte Illustrationen von fliegenden Untertassen. Die Science-Fiction-Geschichten über Flugobjekte zeigen, dass wir es hier mit einem wissenschaftlich-technischen Hintergrund und nicht mit Hexenkunst oder Magie zu tun haben. Es geht um die technischen Träume der damaligen Zeit. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Roswell-Zwischenfall von 1947 zu sehen. Knapp 10 Jahre vor dem Roswell-Zwischenfall hatte das Gerücht einer Invasion Außerirdischer in den USA für Aufregung gesorgt. 1938 hatte der Radiosender CBS am Vorabend von Halloween eine Adaption des berühmten Science-Fiction-Romans Der Krieg der Welten ausgestrahlt. Das Hörspiel des jungen Orson Welles wurde in Form einer Nachrichtensendung präsentiert, die über einen Angriff Außerirdischer auf New Jersey berichtete. Die Sendung hatte bei den Hörern, die nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden konnten, eine Panik ausgelöst. Als in dem Hörspiel verkündet wurde, dass die Erde von Marsianern angegriffen werde, war es in der Gegend, wo der angebliche Angriff stattfinden sollte, zu heftigen Irritationen gekommen. Die Leute hatten panisch reagiert. Dieser Vorfall hatte gezeigt, dass ein angeblicher Angriff Außerirdischer sehr interessante Reaktionen auslösen konnte. Diese Geschichte zeigt erneut, dass die Öffentlichkeit bereit ist, an alles Mögliche zu glauben und panisch reagieren kann. Viele glauben an Marsianer und andere Dinge aus den damaligen Science-Fiction-Magazinen. Und das wiederholt sich im Sommer 1947, als die Geschichte von den Untertassen aufkommt. Es wird auf Orson Welles verwiesen, der sogar Interviews gibt, in denen er nach seiner Meinung zu fliegenden Untertassen gefragt wird. Denn einige stellen eine Verbindung her und sagen, es herrscht zwar keine erneute Panik, aber doch eine allgemeine Angst vor unbekannten Objekten am Himmel. 1947 ist diese allgemeine Angst umso größer, als sie mit der Furcht vor einem sehr realen Feind zusammentrifft, der Sowjetunion. Dieses Klima der Angst begünstigt alle möglichen Fantastereien. Es stimmt, dass sich die Amerikaner während des Kalten Krieges große Sorgen darüber machten, dass einige der beobachteten Flugobjekte in Wirklichkeit unbekannte, sehr fortschrittliche Technologien der Russen sein könnten. Viele Amerikaner hatten Angst vor der Sowjetunion. Und konnten sich sogar vorstellen, dass die Sowjets Ängste vor UFOs schürten, um ihre eigenen Pläne für einen Angriff auf die USA zu verschleiern. Out of its hangar at Burbank, California, comes a genuine flying saucer. The plane suddenly presents quite a new silhouette. Its long-range radar vision will be used for giving early warning of enemy attack to ships of the United States fleet. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges erreicht das Wettrüsten mit den neuen Kernwaffen einen Höhepunkt. Mit der Perfektionierung der Atomwaffen schwebt das Schreckgespenst des Weltuntergangs über den USA. In den Köpfen der Amerikaner vermischt sich die Angst vor der Sowjetunion mit der Furcht vor einem Angriff durch Außerirdische.
Die große Furcht vor dem Kommunismus könnte zur Atmosphäre der Angst vor dem Unbekannten und vor unidentifizierten Flugobjekten beigetragen haben. Die Filmindustrie greift dieses Phänomen auf und produziert eine Reihe von sehr erfolgreichen Filmen. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. In diesen Weltuntergangsgeschichten werden die fliegenden Untertassen zur Metapher für die rote Gefahr. In den 50er Jahren sind das Science-Fiction-Kino und die großen B-Movies voller fliegender Untertassen. Für viele Menschen ist das pures Unterhaltungskino, das nicht ernst zu nehmen ist. Während sich das Kinopublikum über fliegende Untertassen amüsiert, herrscht bei der Air Force höchste Alarmstufe. Ende der 40er Jahre wird der Himmel genau im Auge behalten. Das Militär sieht es als seine Aufgabe an, das UFO-Phänomen ernst zu nehmen. Nicht, dass sie an Außerirdische glauben würden, aber es könnte sich bei manchen dieser Beobachtungen ja um Militärflugzeuge einer anderen Nation handeln. Die Journalisten fragen das Militär, was fliegt da am Himmel? Gehört das euch? Und wenn nicht, wem dann? Und so lässt die Air Force das UFO-Phänomen ab 1947 unter größter Geheimhaltung von militärischen Expertengruppen untersuchen. Eine davon nennt sich Project Blue Book. Die Experten der amerikanischen Armee stellen 1948 ernsthaft die Hypothese außerirdischer Eindringlinge an unserem Himmel auf. Als das Project Blue Book gegründet wurde und seine Arbeit aufnahm, war dies der Öffentlichkeit nicht bekannt. Das war nicht vorgesehen. Ich denke, sie wollten die Menschen in Bezug auf das UFO-Phänomen beruhigen. Anfragen wurden beantwortet, aber die Existenz eines Projekts, das sich ernsthaft mit UFOs beschäftigte, blieb geheim. Doch um die Roswell-Affäre auszulösen, fehlt noch ein wichtiges Element. Jahrzehnte nach den Ereignissen trifft das Schweigen der Armee über die mysteriösen UFOs in den USA auf eine wachsende Strömung. Die der Verschwörungstheorien, die sich vor allem um das Attentat auf Präsident Kennedy und die Identität seines Mörders rankt. Später bestärkt der Watergate-Skandal viele Amerikaner in dem Glauben, dass die Regierung ihnen die Wahrheit vorenthält. Verschwörungstheorien waren jetzt viel stärker verbreitet. Die Menschen waren viel eher geneigt zu glauben, dass die Regierung etwas vertuschte oder irgendein Komplott schmiedete. Verschwörungstheorien erfüllen in gewisser Weise eine gesellschaftliche Funktion. Sie bestärken eine Gesellschaft angesichts unbegreiflicher Ereignisse in ihren Werten und Normen. Verschwörungstheorien entstehen genau wie Gerüchte, vor allem in Zeiten großer Unsicherheit und gesellschaftlicher Unentschlossenheit. Das Buch von William Moore erscheint mitten in einer Hysterie um Verschwörungstheorien. 1980 wird Roswell zum kosmischen Watergate. In der politischen Geschichte der USA sind angebliche Komplotte allgegenwärtig. Auch deswegen entsteht die Roswell-Affäre als Mythos zwischen Verschwörungstheorie und Ufologie. Anfang der 90er Jahre ist ein Teil der Amerikaner davon überzeugt, dass die Armee ihnen etwas verheimlicht. Mit Unterstützung der Presse üben sie solchen Druck auf das Pentagon aus, dass die Regierung eine beispiellose Entscheidung trifft. Die Freigabe der Geheimdokumente der Air Force.